So, hallo, hier geht's wieder mal um ein Geländespielthema bzw. um die Vorstellung eines bestimmten Nachtgeländespiels, das gut variiert werden kann. Also so vom Grundtyp ist es ein Nachtgeländespiel mit vielen Lichtern, entweder mit Kerzen oder Knicklichtern. Genau, also die Grundidee ist eben, dass es bei Nacht stattfindet und dass verschiedene Lichter gefunden werden müssen. Und das ist dann halt die Ausgangsbasis für verschiedene Varianten. Ja, auf die gehe ich jetzt teilweise ein in dem Video, aber weil das eben so dankbar ist als Gedanke, könnt ihr euch da auch einfach ganz viel selber ausdenken. Ich versuche euch einfach mal so ein paar Sachen mitzugeben. Ja, also gerade mit Kindern ist es mit Knicklichtern sehr nett, aus dem Grund, weil sie sich jetzt nicht direkt an irgendwelchem offenen Feuer verletzen können oder dergleichen. Aufpassen muss man natürlich, dass diese Knicklichter nicht auslaufen. Das heißt, ja, das müsste halt gewährleistet sein, dass die Kinder da wirklich auch wissen, was das ist. Also nicht zu junge Kinder mitspielen lassen. Also ja, Mindestalter 6, 7 Jahre und dann natürlich am besten auch in Begleitung. Genau. Aus Umweltgründen sind Knicklichter jetzt vielleicht nicht ganz so toll, aber ja, wenn man sie vielleicht mal für ein besonderes Geländespiel einsetzt, ist es auch vertretbar, finde ich. Und vor allem, wenn die Kinder die dann ja auch noch behalten können und sich einfach freuen, dass sie den Schatz haben, weil ja, gerade die jüngeren Kinder oder die Grundschulkinder, die freuen sich ja einfach, wenn sie mit diesen Knicklichtern noch ganz viel machen können. Und deswegen ist das schon ganz reizvoll. Es sollte natürlich eine ausreichende Menge da sein, je nachdem, wie viele Kinder mitspielen werden oder Jugendliche. Also, das solltet ihr einen großen Vorrat parat haben und müsst euch halt überlegen, wie groß wollt ihr das Gebiet machen. Und ich stelle euch dann später aus einem Buch noch eine Gebietsabsteckung vor und so, wie man es machen kann. Ihr müsst ja sowieso mal ein bisschen anpassen, ne? Je nachdem, wie groß eure Gruppe ist, welches Gelände ihr zur Verfügung habt. Ja, letztendlich auch, gibt es Vollmond oder nicht zum Beispiel. All das spielt ja eine Rolle. Ist es regnerisch, ist es nicht so regnerisch? Genau. Und eine weitere Variante ist, dass ihr es nicht mit Knicklichtern spielt, sondern mit Teelichten oder Kerzen, also so Stumpenkerzen, die in Gläsern sind, Kerzengläsern oder Laternen. Laternen mit Dach drüber sind vor allem bei Regen sehr zu empfehlen, einfach damit die Kerzenflamme nicht sofort erlischt. Oder bei Wind auch, ne? Also das macht sich halt ganz gut, wenn nicht die ganzen Lichtquellen ausgepustet werden oder ausgeregnet werden. Da müsst ihr halt ein bisschen gucken, entweder was sich gut tragen lässt, also dass die Kinder das dann mitnehmen, oder dass bei diesen Feuerquellen sozusagen, dass da ein kleiner Gegenstand liegt, der erbeutet werden soll, ne? Genau, also das muss man ein bisschen gucken, wie man es schöner findet, was vielleicht auch thematisch besser passt. Je nachdem, welchen Anlass ihr gerade habt, ob es mehr so Partystimmung sein soll, dann passen vielleicht eher die Knicklichter oder eher so eine etwas gesetzter, romantischere Stimmung. Ja, vielleicht auch mit etwas älteren Kindern und Jugendlichen, die halt auch gut mit Kerzen umgehen können, ohne dass da gleich, wenn die da allein rumrennen, große Gefahr besteht, dass sie sich da schlimm verletzen. Genau, als Grundidee, wie gesagt, kann es eben sein, dass die einzelnen Teelichte, Kerzengläser, Laternen oder Knicklichter eingesammelt werden müssen und dass es dafür Punkte gibt, ne? Also pro eingesammeltem Item sozusagen gibt es einen Punkt. Man kann es auch anders spielen, dass es verschiedene, also ne, die Grundidee ist natürlich, dass es verschiedene Gruppen gibt. Man kann auch so spielen, dass einzelne Leute umherziehen, also alle gegen alle sozusagen. Und
Genau, man kann auch sagen, man darf eben nicht beliebig alles einsammeln, sondern man darf nur bestimmte Sachen einsammeln. Also zum Beispiel Gruppe 1 darf nur irgendwelche blauen Tannenzweige mitnehmen oder so, jetzt nur mal als blödes Beispiel. Und die anderen dürfen nur die rot eingesprühten mitnehmen oder nur die Teelichtgläser mit einer bestimmten Markierung oder sowas, ne, oder irgendwelche Figuren. Ja, also dass man da halt nochmal ganz genau aufpassen muss. Bin ich hier richtig an der Station? Darf ich das überhaupt mitnehmen oder ist das eben für meine andere Gruppe, für die andere Gruppe? Ja, ansonsten ganz simpel wäre eben, ja, sobald ich ein Licht gefunden habe, nehme ich es mit und dann ist es an der Stelle halt dunkel. Und das ist halt natürlich toll, wenn das Gebiet sehr weitläufig ist und ja, nicht alle Kerzengläser oder Knicklichter ganz schnell gefunden werden, sondern dass es schon auch was ist, wo man sich ein bisschen durchs Gelände arbeiten muss und ja, einfach durch diesen Weg eine Herausforderung hat. Das denke ich, ist schon auch wichtig. Und dann ist natürlich auch die Frage, gehen die Leute zu zweit als kleine Gruppe oder sollen die das alleine machen? Also hier habt ihr halt auch Gestaltungsspielraum. Wie wollt ihr das dann pädagogisch aufziehen oder was ist dann die Idee dahinter? Zum Beispiel sollen sich die Leute einfach bewusst alleine drauf konzentrieren. Sollen die zusammengehen, weil es vielleicht jüngere Kinder sind und die sich dann vielleicht nicht so sehr fürchten oder sowas. Vor allem, weil es eben noch die Variante gibt, das Ganze mit Erschrecken zu machen. Also, dass die Gruppenleitung oder die verantwortlichen Personen, die da mit dabei sind, dass die sich irgendwo verstecken. Also zum Beispiel vom Baum runterspringen oder Geräusche machen. Oder im Strauch sitzen und wenn jemand vorbeigeht, kurz das Bein berühren oder sowas, ja. Das kann natürlich auch sehr fies sein. Deswegen würde ich das nicht für jüngere Kinder empfehlen, sondern wirklich eher so vielleicht für Jugendliche, vielleicht auch ein bisschen für so eine Jugendgruppe, die ja vielleicht auch sehr gerne sich beweisen möchte und den Mund vielleicht auch sehr voll nimmt, dass man denen dann ein paar extra Lektionen gibt und die es halt nicht ganz so einfach haben. Genau. Wenn man die Kerzenversion macht, sieht man natürlich auch diesen Kerzenschein ein bisschen eher als so ein Knicklicht, was vielleicht irgendwie hinter so einem kleinen Grasbüschel dann doch eher verschwindet und dann nicht so ganz rausleuchten kann. Also ich würde sagen, bei Knicklichtern kann man das Terrain ein bisschen kleiner machen bei Bedarf und dann eher halt ein bisschen kniffliger die verstecken. Weiß nicht, dann hängt es mal irgendwie so halb versteckt hinter einem Baum oder ist irgendwie irgendwo so zwischen zwei Baumstämmen eingeklemmt oder sowas am Boden. Und man sieht es eben nur, wenn man halt in relativer Nähe ist und nicht von ganz weit weg schon. Und bei dieser Kerzenversion oder Teelichtversion könnt ihr wirklich mit einem größeren Gebiet arbeiten, ne? Dass die Leute auch wirklich bewegungstechnisch auf ihre Kosten kommen und dabei auch halt zur Ruhe kommen, wenn sie halt draußen unterwegs sind. Also die Sinne sind ja dann auch geschärft. Der Erfahrung nach begegnet man halt da auch nicht ständig Leuten, ne? Weil gerade bei einer kleineren Gruppe, und die sind alle aufgeteilt, dann schleichen die halt alle irgendwo rum. Und dann kann es auch mal sein, dass man ein paar Minuten wirklich ganz alleine da ist. Und das ist schon auch eine so schöne Erfahrung und reizvoll, ne? Also genau, man kann es eben actionreicher machen oder eben geruhsamer, ne? Und ja, was ist noch zu sagen? Ich überlege mal, ich glaube, ich werde gleich mal zeigen oder vorlesen, was ich hier gefunden habe. Also wie ihr das Geländespiel genau nennt, ist euch überlassen. Sowas wie Lichtersuche in der Nacht oder sowas ist ganz gut. Manche kennen das vielleicht sogar schon, ups, wie wird es hier genannt? Knicklichtersuche. Genau, man kann sich natürlich auch einen sehr fetzigen Namen ausdenken, zum Beispiel, wenn das Ganze sowieso in eine größere Spielgeschichte eingebettet ist, dass das dann nicht Knicklichter sind, sondern irgendwelche ganz besonderen magischen Gegenstände oder sowas, Teil eines großen Lichtschwerts oder wie auch immer. Also, euch fällt da bestimmt irgendwas Gutes ein. Und genau, ne? Orientierung bei Nacht ist noch so ein Stichwort. Habe ich ja vorhin schon gesagt, die Sinne sind halt geschärft, dadurch, dass wir halt es nicht gewöhnt sind, bei Nacht durch einen Wald oder irgend so ein
Gelände zu streifen, ist es halt sehr wichtig, sich aufs Hören zu verlassen, auf den Gleichgewichtssinn, mitunter auch auf den Geruch. Und ja, die Augen sind natürlich auch beteiligt und müssen sich anstrengen. Ach genau, zum Gelände wollte ich noch sagen, es bieten sich tatsächlich diese Forstwälder an, also die nicht ganz so, also die nicht natürlichen Wälder. Also es gibt ja nicht mehr so viele natürliche Wälder, aber ihr wisst schon, also diese klassischen Forste, wo zwischendurch auch Bäume halt gefällt worden sind. Also dass man vielleicht auch einige Meter einfach nur Boden hat, ohne ganz viele Bäume mit Slalom. So. Und ja, immer wichtig, guckt einfach, dass da nicht ganz so viel rumliegt in dem abgesteckten Gebiet, wo Leute vielleicht in irgendwelche Löcher stürzen können oder umgefallene Baumstämme oder sowas. Das ist halt, oder irgendwelches Brombeergestrüpp, das ist eher ungünstig oder müsste von euch dann halt gekennzeichnet werden, ne? Also so entweder, dass ihr das mit Lichtern umringt und den Leuten auch sagt, okay, da bitte besonders aufpassen, ne? Also ihr müsst einfach schauen und es ist auch gut, wenn ihr einen Erste-Hilfe-Koffer mit dabei habt, weil gerade bei Nachtgeländespielen kann es eben schon mal zu Verletzungen kommen. Also seid ihr einfach drauf vorbereitet. Ja, und es kann auch sein, dass ihr eben gerade mit jüngeren Kindern auch mitlaufen müsst oder zumindest manche ein bisschen begleiten oder zumindest auf das Erschrecken verzichtet, ne? Müsst ihr einfach ein bisschen sensibel auch sein für das, was eure Gruppe braucht. So, also ich lese jetzt mal einfach hier die Eckpunkte vor von dem Nachtgeländespiel, wie das in meinem Buch hier steht. Und ihr könnt einfach dann das für euch auch anpassen, ne? Also das Gelände ist eben beliebig groß. Es sollte natürlich nicht extrem riesig sein, dass man jetzt kilometerweit laufen muss. Also so ist es nicht gedacht, ne? Aber es sollte halt jetzt nicht nur 50 Meter in jede Richtung umfassen. Das ist ein bisschen wenig. Genau, also mindestens 6 Personen ist sinnvoll, ja, und bis zu 40 steht hier, muss man erstmal so viele zusammenbekommen, kann man schaffen. Aber dann müsst ihr halt wirklich das Gelände auch sehr gut vorbereiten. Genau, ab 6 Jahre, ne, wie gesagt, müsst ihr halt schauen, wie es für euch passt. Die Dauer ist auch beliebig, da könnt ihr halt sagen, okay, wir machen einen Gruß zum Beispiel und sagen, okay, das Ganze ist auf 1,5 oder 2 Stunden angelegt und dafür halt auch wirklich knifflig und es sind auch Leute mit im Spiel, die das Ganze erschweren, die irgendwelche Fallen stellen sozusagen, die erschrecken oder es geht halt nicht nur einfach darum, die Gegenstände zu erbeuten, sondern man muss vielleicht noch irgendein Rätsel lösen oder darf nur bestimmte Gegenstände mitnehmen, ne? Also das wird ja dadurch auch schwieriger. Oder dass die Leute sich gegenseitig Dinge abnehmen können. Auch das ist so eine Variante. Also man kann dann viele Elemente auch aus anderen Geländespielen, die man auch bei Tag spielen kann, mit hineinnehmen. Ja, also ihr solltet halt als ältere, zuständige Gruppenleitung, wie auch immer, auch nicht zu wenige sein, also je nachdem, wenn ihr jetzt eine sehr große Gruppe habt, also nehmen wir mal als Extrem wirklich diese 40 Leute, dann braucht ihr auf jeden Fall mindestens 4 ja, AufpasserInnen sozusagen, Ansprechpersonen, besser mehr, weil stellt euch vor, eine Person hat sich gerade dolle wehgetan, das ist großes Drama und man weiß zum Beispiel jetzt nicht, hat die Person sich gerade übel den Fuß irgendwie gebrochen oder sowas. Oder geht es gleich weiter? Und die anderen brauchen aber auch irgendwie Unterstützung. Also dann allein dafür ist es halt wichtig, dass ihr genug Leute seid. Ja. Genau, dann Material. Ich lese es jetzt mal vor, wie das hier so als Beispiel beschrieben wird. 4 Leuchtmarkierungen, Fackel oder Lampe, um die Eckpunkte des Spielfeldes zu markieren. Also ja, das ist total wichtig, ne? Die Leute müssen halt sich immer auch orientieren können, wo hört denn das große Spielfeld auf? Also diese eine Petroleumlampe, die sehe ich wirklich nur an den Eckpunkten und sonst nirgends im Spielfeld. Das muss dann einfach klar sein, ne? Oder so eine Fackel oder dergleichen. Dann Krepppapier in 2 Farben. Das kann man nutzen, um die Teams zu markieren. Also wenn ihr 2 Gruppen habt, dann könnt ihr halt sagen, okay, Gruppe 1 bekommt die Krepppapierfarbe gelb und die anderen bekommen rot oder wie auch immer.
Dann natürlich die Knicklichter oder Teelichter, Kerzen mit entsprechenden Kerzengläsern, die auch nicht zu klein sein sollten. Einfach aus dem Grund, damit die Kerzen nicht sofort ausgepustet werden durch einen kleinen Windstoß. Also schaut darauf, dass die Kerzen einfach nicht über diesen Kerzenglasrand hinausragen, sondern dass die eben genau drunter sind und am besten ein Stück weit drunter. Dann sind die eigentlich ganz gut windgeschützt. Zumindest, wenn es nicht total stark windet. Ja, genau, als Vorbereitung wird hier halt benannt, dass die Einteilung in zwei gleich starke Gruppen erfolgen soll und dass man dabei halt auf verschiedene Merkmale auch achten soll. Ne, habe ich schon gesagt, auch auf das Alter, möglicherweise auf die Geschlechter achten. Dann werden natürlich die Eckpunkte markiert des Spielfeldes. Und die Knicklichter werden verteilt. Das ist aber natürlich was, was vor der Gruppeneinteilung stattfindet. Also ihr habt quasi vor der eigentlichen Einleitung mit euren Mitspielenden habt ihr quasi erstmal die Phase, in der ihr ganz in Ruhe das Spielfeld vorbereitet. Beziehungsweise könnt ihr es auch so machen, ein Teil bereitet im Spielfeld vor und versteckt die Sachen und hat dafür genügend Zeit. Und parallel wird dann auch schon damit begonnen, die Gruppen einzuteilen und überhaupt alle Regeln zu erklären. Also wenn man das geschickt macht, kann man das durchaus auch parallel schaffen. Wenn man ganz auf Nummer sicher gehen möchte und vielleicht sehr unerfahren ist, würde ich empfehlen, dass ihr erst die Vorbereitung des Spielfelds macht, dann alle einweist und dann geht's los. So, ja. Genau. Also ich lese hier nochmal vor, wie die Spielbeschreibung hier ist. In einem abgesteckten Gebiet ist es Aufgabe der Kinder, Knicklichter zu finden und einzusammeln. Pro gefundenes Licht gibt es einen Punkt für die Gruppe. Je größer man das Gebiet auswählt, desto schwerer und langwieriger wird die Suche. Ja, und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, also ihr könnt 1,5 oder 2 Stunden spielen, ihr könnt aber auch kleinere Sessions machen und sagen, okay, das Gebiet ist einfach nicht so groß, aber ihr habt pro Runde immer eine etwas andere Aufgabe. Das heißt, die Leute müssen einfach sich auch neue Dinge merken, auf die sie dann achten müssen. Weil es kann ja auch sein, dass dann immer was Neues verändert wird. Genau, und da dieses Spiel in möglichst absoluter Dunkelheit und möglichst ohne Hilfe von Gruppenleitungen ablaufen soll, hat es für die meisten Kinder einen ganz besonderen Reiz. Ja, und auch für Jugendliche. Und für Erwachsene. Also spielt es ruhig auch mit Erwachsenen, die da Lust drauf haben. Genau, als Variationen. Ja, Krettband kann geklaut werden, so als Idee. Oder eben diese Räuber, die da eben als sozusagen als dritte Instanz noch mitwirken und das Ganze noch zusätzlich erschweren. Es können anscheinend auch Kinder gefangen werden. Und die müssen dann die Knicklichter abgeben und dann werden diese gefangenen oder eingesammelten Knicklichter dann nochmal neu verteilt. Und das ist natürlich auch interessant. Ja, ich gucke mal, hier gibt es nämlich noch ein paar Anmerkungen. Ich denke, das meiste habe ich schon gesagt. Ja, es wird nochmal darauf hingewiesen, dass diese Leuchtflüssigkeit giftig ist. Also achte da wirklich sehr drauf. Dass die Kinder das jetzt nicht zerkauen und wirklich sorgsam damit umgehen. Ja, und ansonsten denke ich, habe ich das soweit umrissen. Probiert es einfach mal aus. Ich denke, wenn ihr die Grundregeln für Geländespiele einhaltet und vorsichtig seid, dann wird es eine runde Sache. Wichtig ist einfach, durchdenkt es einfach vorher gut, geht das Gelände ab. Verschiebt es bei Bedarf auch auf einen anderen Abend, wenn die Witterung einfach nicht so gut ist. Ja, und wenn ihr einfach da selber auch voll Bock drauf habt und das entsprechend rüberbringt, dann haben eure Mitspielis auch viel Freude dran und lassen sich da sehr gut mitreißen. Ja, viel Spaß dabei.